So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Frostpunk. Wir spielen das dritte Szenario, die Flüchtlinge, und wir sind am achten Tag. Und es hat schon diverse Problemchen hier. Es gibt viele Kranke. Dadurch, dass die Leute in der Kälte arbeiten mussten, um meinen Kohlebedarf, nein, halt meinen Holzbedarf zu decken. Es gibt viele Hungrige. Dadurch, dass ich so viele Flüchtlinge reinbekomme, ist meine Infrastruktur nicht in der Lage, zurzeit genug Essen zu produzieren. Könnte jetzt funktionieren mit den neuen Jagdhütten? Sehen wir dann mal. Ein weiteres Problem war, glaube ich, auch genau, mein Speisehaus konnte teilweise nicht verwendet werden. Kann auch jetzt nicht verwendet werden, weil es zu kalt ist. Schlecht. Zum Glück wird es morgen wieder wärmer. Und ja, es gibt noch ein paar Obdachlose, weil ja, die Stadt einen großen Zustrom an Menschen hat. Zudem gibt es schon ein paar Häuser, die nicht mehr in der Heizreichweite sind. Also, es gibt diverse kleine Problemchen, die mir Sorgen machen. Die nächste Ladung Flüchtlinge ist schon unterwegs. Sogar mehrere. Hier kommen sehr viele Kinder. Naja, wir lassen es einfach mal laufen oder beziehungsweise schau mal kurz, kann ich noch irgendwas machen? Es ist gerade Feierabend, die Nacht zum neunten Tag. Hier wird ein Sägewerk gebaut. Gut. Ja, ich lasse es einfach mal laufen. Achso, morgen, wenn der Dampfgenerator laufen würde, dann würde das Speisehaus auch Essen produzieren können. Ich bin mir gar nicht so sicher. Oh, es hat ein kleines Lag. So, die Späher sind sicher in die Stadt zurückgekehrt. Ah, ich kann die übrigens auch auflösen, sehe ich da gerade. Möchte ich aber nicht, die sind ihr Geld wert. Das sind die einzigen, die mir nie auf den Keks gehen. Das verlassene Lager. Mehrere verfallene Hütten. Wir können keine Anzeichen von Aktivität erkennen. Das ist kein gutes Zeichen. So, ich brauche... Oh Gott, schon die nächste Gruppe Flüchtlinge hier. Captain, die Gruppe von der Wegbiegung hat unsere Stadt erreicht. Die vermissten Kinder sind unter ihnen. Ihre Eltern sind außer sich vor Freude. Gut, die Unzufriedenheit ist wahnsinnig hoch. Das liegt vermutlich hauptsächlich auch an dem Nahrungsengpass. Aber jetzt über Nacht checken die Jäger ja ihre Fallen, die sie draußen haben. Jagen mit Fallen, habe ich im Tooltip gelesen. Die jagen nicht wirklich mit Pfeil und Bogen. Und dann kann ja morgen die Küche das mal verarbeiten, hoffentlich. So, die Temperatur steigt, damit sinkt auch immer die Unzufriedenheit. Aber es sind wirklich viele hungrig und sehr viele krank. Kann ich dagegen irgendetwas tun? Was ist denn die Triage? Ah ja. Wir werden unsere gesamten Anstrengungen der Heilung jenen widmen, die sich schnell erholen können und opfern dabei jene, die schwer krank sind. Neue Fähigkeit, verwende in medizinischen Einrichtungen Triage, um sofort 2/3 der Patienten zu heilen. 1/4 der Patienten sterben sofort, die Hoffnung sinkt, die Unzufriedenheit steigt. Puh, das ist natürlich heftig, aber auch effektiv irgendwo. Wir haben uns schon für Kinderarbeit entschlossen und ich baue dann jetzt die Kampfarena einfach, um die Unzufriedenheit einigermaßen unter Kontrolle zu bekommen. So, dann brauche ich das Sägewerk ganz arg dringend. Okay, es ist ein warmer Tag. Ich kann es den Leuten zumuten, im Sägewerk zu arbeiten, denke ich. Und der Heizkörper wird erforscht. Und ich brauche definitiv mehr Krankenbetten. So, Heizkörper sind jetzt erforscht worden. Hier in diesem Skilltree oder Tech-Tree verzettel ich mich immer sehr hart, muss ich sagen. Teilweise muss man wirklich den richtigen Weg wählen und die richtigen Sachen schnell techen. Und trotzdem ich sehr oft einfach, oh, das hört sich cool an, das will ich. Und dann fällt mir auf, shit, ich hätte eigentlich viel eher was anderes gebraucht. Schnelleres Sammeln ist, glaube ich, nie ein Fehler. Dadurch geht es einfach schneller. Beziehungsweise sind halt wirklich, glaube ich, nur die Sammler, nicht wirklich die Arbeiter. Aber hier, dadurch wird mein Kohle-Output schon auch stark erhöht.
Denke ich doch mal zumindest. So, um was kümmere ich mich zuerst, ist ein bisschen die Frage. Es gibt jetzt Nahrung. Das ist schon mal gut. Die Unzufriedenheit sinkt dadurch natürlich gewaltig. Eigentlich sollte ich mich zuerst um die Obdach kümmern oder um die Kranken. Wahrscheinlich eher die Kranken, aber an sich eigentlich beides. Und diese Kampfarena wäre auch eine gute Sache. Die Kampfarena wäre... Moment mal. Die Kampfarena wäre sogar an der Stelle hier wahrscheinlich ziemlich genial. Kriege ich die Ressourcen zurück? Ich glaube, ja. Wie breit ist denn das Ding? Es gibt ja immer so kleine Unterraster. 4 in der Breite. Und... die Kampfarena? Ebenfalls. Ja, was soll's. Ich baue die und dann gleich als nächstes das Sanitätszentrum. Ach, verdammt. Jetzt reicht's mir nicht. Rette unsere Leute, verirrte Flüchtlinge. Diese Überlegungen zufolge nahm eine Gruppe von Flüchtlingen am Weißen Pass eine falsche Abzweigung. Sie werden sterben, wenn wir ihnen keinen Speer zur Hilfe schicken. Gut, kann mir noch jemand sagen, wo der Weiße Pass ist? Dann würde ich den Leuten ja ganz gern helfen. Ah, hier gibt's endlich mal Ressourcen. Das Lager gehörte den Erbauern des Generators. Ihre Hütten fallen langsam in sich zusammen. Gut, kann ich brauchen. Verlassenes Lager, Konstrukteurstagebuch. Wir haben in den Trümmern des Lagers die Überreste eines Tagebuchs gefunden. Der letzte Eintrag umfasst die folgenden Worte. Wir haben heute den Generator für die feinen Herren, für die Lords, fertiggestellt. Jetzt können wir uns wenigstens nach London begeben, um unsere Familien nachzuholen. Der Hügel des Gehängten und die zerstörten Unterkünfte. Der hört sich natürlich sehr interessant an, der Hügel der Gehängten. Aber die zerstörten Unterkünfte hören sich nach Ressourcen an. So, die Obdachlosigkeit steigt in ungeahnte Höhen. Ich glaube fast, mir bleibt nichts anderes übrig, als eine Notfallschicht vor Holz zu fahren. Also außer im ersten Spiel wurde ich ja noch nie abgesetzt hier. Meistens habe ich einfach nur die Quest nicht geschafft oder bin irgendwie erfroren oder verhungert oder sonst was. Und das erste Spiel ging ja eigentlich recht lange, bis sie mich dann rausgeschmissen haben. Zu Unrecht, meiner Meinung nach, immer noch. Ja, akuter Handlungsbedarf im Gesundheitswesen. Ich eröffne sofort eine Sanitätsstation und habe zum Bau 2 Tage Zeit. Komm, das mache ich doch. Zählt das? Mit der hier jetzt? Ist ja noch nicht gebaut. Ach so, das ist ja gar nicht die... Ja, praktisch. Wollte ich sowieso bauen. Was ist jetzt mit Holz? Gut, die Kampfarena wurde gebaut. Die Hoffnung steigt, die Unzufriedenheit sinkt. Aber auch die Krankheiten greifen um sich natürlich in diese Kälte. Da muss ich einfach für mehr Obdach sorgen. Und vielleicht hier einfach mit einem Dampfzentrum die 2. Reihe noch heizen. An sich reicht mir. Okay, das ist ja eigentlich nicht nötig. Dann tue ich die 1. Reihe doppelt heizen. Wobei, so habe ich die beiden Gebäude in der 2. Reihe auch noch mit dabei. Diese Kohlehaufen hier sind wirklich massiv im Weg. Die kann ich jetzt aber auch abbauen, wenn ich da ein Dampfzentrum daneben habe. Verdammt, wie viele Obdachlose habe ich eigentlich? Und wo will ich die eigentlich alle unterbringen? Hier in der Nähe von dem Dampfzentrum kann ich jetzt ja noch ein paar Hütten bauen. Ich muss ganz kurz meinen Timer anmachen. Einen Moment. Dass ich einigermaßen weiß, wie lang die Folgen sind. So. Ja. Ihr solltet wirklich dankbar sein für das, was ihr habt. So. Und dann schicken wir jetzt hier mal die maximale Anzahl rein. Im Sägewerk. Gerade haben wir eigentlich eh Kohleüberschuss. Machen wir hier mal die Heizung. Oh, das Stahlwerk ist sehr warm. Na gut. Wo ein Hochofen brennt,
ist es naturgemäß auch immer ziemlich warm, nehme ich mal einfach an. Und ich bräuchte... Also gut, diese Sanitätsstation muss ich bauen, bevor ich es vergesse. Das wäre nicht gut. Bauen wir hier hin. Und dann sollte ich eigentlich gleich als nächstes... Ah, Moment. Straße, hier. Bitte, danke. Ein Stockpile bauen, nochmal ein Lagerhaus. Wo ich dann mehr Kohle einlagern kann. Schnelleres Sammeln erforscht, gut. Stahl kommt auch sehr gut ran. Kann ich dann Automaten bauen. Automatone heißen sie ja eigentlich, aber Automat ist auch keine schlechte Bezeichnung. So, was wird mich denn am ehesten interessieren? Ich muss jetzt, ich habe wirklich alles durch. Ich muss jetzt erstmal den Tier 1 Tech machen. Dafür brauche ich 50 Holz. So, die Speer haben die zerstörten Unterkünfte erreicht. Aber hier gibt es keine Ressourcen zu finden, wie ich dachte. Ein besonderer Ort im Frostland. Wir können ihn als Wegpunkt für weitere Erkundungen nutzen. Gut, das ist wieder so ein Hub. Neuer Orientierungspunkt. Unsere Suche hat nichts Wertvolles enthüllt, aber vielleicht können wir von hier aus noch vielversprechende Orte erreichen. Das Fischerboot und die Pistenwalze. Okay, ich suche ja eigentlich den weißen Pass. Das ist aber weit. Aber ich versuche natürlich zu retten, wen ich retten kann. So, die Krankheiten sind wirklich schlimm, aber wir bauen nochmal ein neues Krankenhaus, haben damit nochmal 10 von der Straße weg. Und ja. Es wundert mich, dass es keine Amputationen gibt. Vielleicht soll ich echt diese Triage machen. Kann mich vielleicht einfach nicht um diese ganzen Kranken kümmern. Kann ich das abziehen? So, wir setzen hier auf jeden Fall mal die maximale Anzahl Ingenieure ein. Das Gesundheitswesen wurde verbessert. Und ich glaube, ich mache es dann, sobald ich kann, im Gesetzesbuch diese Triage. Dann werden sozusagen hoffnungslose Fälle auch nicht mehr weiter betreut. Die werden dann halt einfach, ja, wie man auf dem Bildchen schon schön sieht, mit einem roten X versehen und nicht mehr behandelt, dem Tod überlassen. Natürlich bitter, das versucht man natürlich zu vermeiden, aber was bleibt mir übrig? Was bleibt mir groß übrig noch zu machen? So, wo kann man denn hier schön einen Stockpile reinmachen? Hier vielleicht? Der muss ja nicht so krass geheizt werden oder eigentlich gar nicht. So, und dann kann nämlich die Kohleproduktion wieder feste weiter Kohle produzieren. So, genau. Getecht wird zurzeit nichts, ich brauche 50 Holz. Könnten meine Speer ja eigentlich, kann ich den eigentlich... Die laufen ja quasi an unserer Base vorbei, dann können sie ja kurz ihre Ressourcen abgeben. So, wieso hungern immer noch Leute? Reicht das nicht aus? Offensichtlich nicht. Offensichtlich muss mein Jägerviertel noch weiter erhöht werden, aber das wird erst morgen klappen. Sieht man in der Kampfarena eigentlich Leute kämpfen manchmal? Nö, steht einfach nur leer, so wie es aussieht. Gut, vielleicht, weil gerade auch alle arbeiten. Ein paar hängen drumherum rum. Was ist denn nur schon wieder? Einwohner sind hungrig. Captain, einige unserer Einwohner sind hier und wollen über den Nahrungsmittelmangel reden. Ja. Gut, wir machen mal wieder so ein Lippenbekenntnis. Sagen, dass wir alle füttern werden. So viele sind es ja nicht, wobei einer wirklich schon am Verhungern ist. Oh, die Speer sollten schnell mal mit dem Holz kommen. Dass ich mehr Jäger bauen kann. So, jetzt ist noch ein Tag lang warm. Und dann ab dem 12. wird es wieder richtig bitter mit minus 50 Grad. Die erste Amputation.
Wir müssen etwas unternehmen. Das Pflegeheim. Ja. So, die Speer sind zurück. Ein verängstigter Patient, das kennen wir ja. Er möchte nicht amputiert werden. Wir lassen ihn in Frieden sterben. Was ist hier? Was wollen denn alle? Der erste Tote, einer unserer Einwohner ist gestorben. Krankheit, Unfälle und so weiter. Ja, ich würde definitiv das Friedhofgesetz machen. Kann ich aber gerade nicht. Und ja, wir kümmern uns eher um die Lebenden als um die Toten zurzeit. Die Toten, die haben es hinter sich. Und ein Pflegeheim. Ja, man muss manchmal ein bisschen hinzoomen, um noch zu gucken, weil das eigentlich echt. Na? Zeigt mir das Raster an? Ja, doch, da würde noch ein Zelt dazwischen passen. Baut das alles mal schön. Ein Einwohner ist gestorben, ein weiterer. Schmerzvoller Tod. Gut, der Patient, der sich geweigert hat. Was möchte ich lieber? Die Hoffnung sinkt, ist mir eigentlich lieber. Die Hoffnung ist hoch. Noch 5 Tage habe ich Zeit. Was mit meinem Building Squad? Baut er eigentlich mal Sachen? Oder faulenzt der nur? Da kommen sie. Oh, die Speer, scheiße. Muss ich ja schnell zum weißen Pass schicken. Go, go, Jungs, 2 Tage, puh. Und mehr Flüchtlinge. Oh, ich hab jetzt nicht durchgelesen, schade. War irgendwas über neue Ingenieure und auch irgendwas wieder über diese Lords aus London. Ich frag mich, ob die irgendwann hier auftauchen. Passt doch kein weiteres Zelt rein. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Ja, ich habe leider nicht zugehört. Wie schrecklich, wie konnte er das tun? Irgendwas wurde hier wohl gemacht, von dem ich nicht mitgekriegt habe. So, wir machen mal Vollbeschäftigung im Sägewerk, Vollbeschäftigung im Stahlwerk, Vollbeschäftigung in der Kohleindustrie. Aber die Kinder müssen hier ja nicht arbeiten, wenn es auch wirkliche Arbeitsplätze gibt. Ja, gut, ein paar lassen wir schaffen. So, wir brauchen unbedingt mehr Hütten. Und wir brauchen auch mehr Essen. 54. 44 Kinder. Arbeitslose Kinder. Ja, ich tue die dann doch in die Sammelberufe einteilen. Machen wir mal 5-5. Hier reduziere ich wieder ein bisschen. Ich möchte eigentlich nur, dass das früher oder später mal weg ist, nicht immer in meinem Weg. So, ich reduziere das hier, glaube ich, noch weiter, bis ich genug Jäger habe. Genau. Und ich hoffe, dass ich dann mal genug Rohnahrung reinbekomme. Versorge alle Hungrigen. 2 von 18 erst versorgt. Mindestens 250 Einwohner müssen überleben. Puh. Sind schon 195 hier angekommen? Und wir müssen dringend diese Leute vom Weißen Pass retten. Und ja. Techs. Haben wir die 50 Holz? Haben wir nicht. Das ist jetzt wirklich die nächste Priorität, würde ich sagen. Es gibt immer noch ein paar Obdachlose, aber wenig. Es gibt immer mehr Hungrige. So, die Reisbretter erforschen wir mal. Auch so eine Sache, wieso haben die während ihrer Reise vergessen, was ein Reisbrett ist und müssen das neu erforschen? Oder bauen die sich einfach ein Reisbrett? Ja, das ist mir doch auch klar, Leute. Dann kriegt ihr noch eine Sanitätsstation auch. Wenn mich das immer nervt, so viele von den Dingen zu bauen,
Und das Krankenhaus einfach doppelt so viel Kapazität hat und bessere Care. Egal, bauen wir hier noch eins rein. Dass ich nicht alles mache für meine treuen Bürger. Das ist ein Zelt. Habe ich gerade ein Zelt gebaut? Ne, das ist die Sanitätsstation, die ich gebaut habe. Das ist nervig, dass es dann immer gleich nach einem dieses Quest fertig macht und man dann nochmal klicken muss und wieder reingehen muss. So, Kohle ist wirklich massenhaft da, aber das heißt nichts. Sobald man die Generatorreichweite jetzt erhöht, zieht es das auch ganz schön wieder raus. Was ist eigentlich mit diesem Dampfkern-Dingens hier? Das könnte ich mal abbauen für ein paar Dampfkerne. Da schicken wir morgen 41 Kinder, die nicht arbeiten. Auch ein bisschen schade finde ich, dass man im Nachhinein nichts ändern darf, dass man nicht sagen kann, okay, ist jetzt eine harte Zeit, wir brauchen diese Kinderarbeit, um am Leben zu bleiben. Und dann halt, wenn sich's gebessert hat, zu sagen, okay, wir sind jetzt in der Lage, Kinderheime zu machen. Lawinenüberlebende. Diese Gruppe hat viel durchgemacht. Eine Lawine an der schwarzen Felsnadel trennte sie von ihren Freunden. Sie bitten uns, ihnen zu helfen. Wir brauchen fast nochmal einen neuen Speer-Squad, aber den muss man, glaube ich, auch techen. 225 Leute sind jetzt schon hier. Gut, also zumindest, was Arbeit angeht, stehe ich gut da. Ich mache jetzt diese beiden Kohledinge hier weg, dass ich da noch weitere Zelte anbauen kann. Hoffentlich zumindest. The Frost is here. Temperatur fällt in einen Bereich, wo Arbeiten nicht mehr so leicht fällt. Wir müssen die Heizkörper überall anschalten, wo es nötig ist. Eine weitere Krankheitswelle einigermaßen zu umgehen. Die ganzen Sanitätsstationen sind jetzt zu kalt. Auch hier ist zu kalt mit Generator sogar. Es gibt immer mehr Hungrige. Hm. Muss ich wohl doch hier wieder ein paar Kids arbeiten lassen, um hier mehr Jäger anstellen zu können. Ja, einen brauche ich noch. Wir müssen jetzt halt in der Saukälte hier arbeiten. So, wir brauchen mehr Zelte. Und da ist wirklich dieses doofe Kohleding hier jetzt mitten im Wege. Hoffentlich kommt das heute noch weg. So, Reißbretter wurden erforscht. Dann gibt es jetzt gute Level 2 Techs. Vielleicht gleich mal mit mehr Speeren, dass ich diese. Oder mit Baracken, um gegen die Kälte. Ich mache erst Baracken und dann Speer. Verlust eines Körperteils. Einer unserer Leute musste sich einer Amputation unterziehen. Durch das Arbeiten in den eisigen Temperaturen waren die Frostballen so stark ausgeprägt, dass wir keine andere Wahl hatten. Haben wir nicht schon einen Pflegeheim? Prothetik könnten wir noch machen. Gut, wir könnten dann in Fabriken Prothesen arbeiten. Diese verdammten Kohlenhaufen hier. Endlich können sie wieder arbeiten und uns helfen. Naja, das ist mal noch nicht gesagt. Oh Gott, es gibt 50 Hungrige. Wenigstens niemand am Verhungern. Ich brauche irgendwie nochmal. Was ist das hier? Eine Sanitätsstation außerhalb dem geheizten Bereich. Ich brauche einfach nochmal ein Dampfzentrum. Vielleicht hier echt mal ein bisschen weiter hinten. Ah, okay, das muss ja über eine Straße gebaut werden. Da war ja was. So am besten.
Wir haben das Dampfzentrum. Das ist die Bahn da vorne noch mitheizt. Am besten so. Und dann muss ich da Zelte drumrum bauen. Ich habe so verdammt viele Bürger. Mir fällt nichts weiteres ein, als nochmal eine Jagdhütte zu bauen. Diese Tech für bessere Jäger wäre natürlich auch ziemlich cool. Nicht in Reichweite jetzt von dem Ding. Mit der Heizung zusammen reicht's. Wird mein Kohlevorrat natürlich auch ziemlich geplündert. Was ist mit euch los? Lagerkapazität, ja, das stimmt allerdings. Aber wenn das Kohlelager voll ist, ist das ein gutes Zeichen. Uahaha, sind hier viele Leute am Verhungern. Dieser verdammte Kohlehaufen will hier einfach nicht verschwinden. Nehmen wir noch einen Ingenieur weniger. Ach, die kann ich sowieso gar nicht jagen schicken. So, vielleicht im Stahlwerk etwas reduzieren. Wir haben eigentlich mehr als genug Stahl zurzeit. So, die Zeit wird knapp für die Quest. Zwei Gruppen Flüchtlinge kommen noch. Rette die Leute vom Weißen Pass und von der Schwarzen Fersnadel. Am Weißen Pass sind wir bald angekommen. So, die zweitletzte Gruppe Flüchtlinge, denke ich mal. Unbekanntes Schiff, Fremde am Horizont. Eine weitere Gruppe von Flüchtlingen hat unsere Stadt erreicht. Auf ihrem Weg hierher haben sie ein Schiff entdeckt, ein Stück von der Anlegestelle entfernt. Wir sollten das untersuchen. Ja, womit denn? So, die Späher sind hier angekommen. Der Pfad ist nur schwer sichtbar. Der Wind, der durch die Schlucht entlang der Felswände weht, birgt den Geruch von Lagerfeuerrauch. Unsere Leute müssen ganz in der Nähe sein. Der Weiße Pass, von Narren angeführt. Als wir vor dem Pass aus in ein kleines Lager absteigen, schallen uns Rufe und Begrüßungen entgegen. Seid ihr aus der Stadt? Werden wir von einem der Zufluchtsuchenden gefragt. Als wir das bejahen, erzählt er uns, dass sie von besserwisserischen Ingenieuren in die falsche Richtung gelotst wurden. Eskortiert die Vertriebenen zur Stadt. So, die Schwarze Felsnadel ist zum Glück mehr in der Nähe von meiner City. Was habe ich hier oben jetzt? Prothesen, ah, okay. Prothesen habe ich keine auf Lager. Ist unglaublich, wie viele Leute hier jetzt rumhängen. 240. Kein Wunder, dass die hungern. Ja. Oh, da war was. Stimmt. Ich muss unbedingt einen Friedhof bauen. Die Leichen auf den Straßen verrotten ist immer ein schlechtes Zeichen. Machen die schon eigentlich Suppe, oder? Was? Nein, Standardmahlzeit. Ja, da wundert mich ja nichts. Ach, weil ich das an eine andere Stelle gesetzt habe. Verdammt. Das erklärt natürlich einiges. My fault. Solche kleinen Fehler sollte man vermeiden hier. So, 16 Arbeiter sind auch schon wieder einsatzbereit. Obdachlose. Und diese Kohle hier ist jetzt Gott sei Dank bald weg, oder? Ja. Dann kann ich nochmal zwei Häuschen dahin bauen oder drei. So. Swappen wir die hier rüber. Schauen, was unsere Bürger schon wieder wollen. Helft den Arbeitsunfähigen, weniger Leid. Sir, ein Arzt möchte mit Ihnen über die Verbesserung der radikalen Behandlung sprechen. Das kennen wir auch schon. Wir geben dem Ingenieur, was er braucht für seine Forschung. Und bauen ein paar neue fancy Barracks hier hinten hin. Nicht genug Holz. Dann baue ich, glaube ich, lieber nochmal zwei Zelte hier hinten. Die sind ja einigermaßen im gewärmten Bereich.
Und dann werden vielleicht auch alle ein bisschen geheizt. Haben wir ein Dach über dem Kopf. Okay, jetzt müssen wir diese Nacht noch überstehen. Dann habe ich hoffentlich ein bisschen Nahrung zusammengespart. Und diese Tech für mehr Speer ging nicht durch. Verdammt. So, die Ingenieure dürfen jetzt eine verlängerte Schicht fahren. Das ist das erste Mal, dass ich das mache. Ein betrunkener Ausraster. Captain, einer unserer Arbeiter hat sich betrunken und jagt jetzt den Einwohnern Angst ein. Er verbreitet irgendwelchen Blödsinn über die Lords. Die Lords sind auf dem Schiff. Ihr werdet schon sehen. Sie kommen mit diesem Mistkerl Lord Craven, um sich zu nehmen, was uns gehört. So. Woher hat er überhaupt den Schnaps bekommen? So, die Assets-Rationen waren weiterhin zu niedrig. Und der Gesundheitsprotest. Ich muss eine weitere Sanitätsstation bauen. So. Darf ich jetzt in meiner Signalstation einen zweiten Speer bauen oder muss ich einen eine zweite Signalstation bauen? Nein, ich darf hier weitere Speer bauen, wenn ich dann genug Holz hätte. Und sind schon wieder Leute angekommen oder was ist hier eigentlich los? Hier wurde meine Straße nicht gebaut. Gut, ich kann mal wieder die Arbeiter erhöhen. Diese Sanitätsstation, zu der ich mich breitschlagen lassen musste, brauche ich auch mal. Kann ich nicht. Nicht genug Holz. Achso, ich brauche das Holz aber für die Speer. ...77 unbehandelte Kranke. Gar nicht gut, gar nicht gut. Wir könnten auch noch mehr Jäger rein. Verbesserte Jagdtaktiken, das wäre jetzt natürlich bei Nahrung und Gesundheit natürlich. Oh, die Jagdtaktiken sind erst auf Tier 2 erhältlich. Muss hier schon sehr methodisch vorgehen bei dem Spiel, dass man das richtig hinkriegt. Hier in dem Szenario kriegt man halt auch nicht gleich einen Automaten relativ früh. Hier muss man schon selber schauen, wo man bleibt. Okay. Kommt mein Essen jetzt bald mal rein? 40. Das ist wirklich alles. So, dann schnell nach zur schwarzen Felsnadel. Das muss ich für die Quest machen. So, 26 sind bereits am Verhungern. Aber es gibt jetzt wieder ein paar Essensnahrung. Rette unsere Leute, Vierte gefunden. Sir, die Flüchtlinge, die am Weißen Pass die falsche Abzweigung genommen haben, haben unsere Stadt erreicht. Sie sehen sich erwartungsvoll um und sehnen sich nach einer Weile Mahlzeit und einem Schlafplatz. Ja, mal gucken, ob ich da irgendwie was deichseln kann. Zurzeit bin ich in einem gigantischen Rohstoffengpass. Aber zumindest Futter gibt es jetzt wieder ein bisschen. Ich würde natürlich jetzt gerne alle in Baracken unterbringen, aber ja, ich würde auch gern fliegen können. Es geht halt nicht. Krankheitsvermeidung. Wenn die Leute mit verwesenen Leichen in Kontakt kommen, können sie sich infizieren. Ja. Sollen wir Leichen entsorgen oder einen Friedhof bauen? Bauen wir den Friedhof, der hat sich eigentlich bisher immer bewährt. Gut, der kommt etwas außerhalb hin, der ist ja wirklich nicht wichtig, dass der beheizt wird. Speisehaushelfer, eine Gruppe von Amputierten. Oh, wir können ihnen leider keine Holzprothesen bauen. Schade. Jetzt könnten sie mir jetzt wenigstens im Speisehaus helfen.
Alles, was an Rohnahrung reinkommt, wird instant weggehauen. Wir sind echt am Hungern, meine Jungs. Naja, ich muss nur noch die letzte Gruppe von Flüchtlingen und diese Leute von dem schwarzen Felsnadel holen. Und ich habe zumindest mal die erste Quest geschafft. Ich habe versprochen, eine Sanitätsstation noch zu bauen, fällt mir da gerade ein. Tun wir dies hiermit auch. Jetzt brauche ich noch ein wenig Holz für eine Straße. So, der Friedhof wurde errichtet. Wow, das gab ja ein Riesenstück Unzufriedenheit weg. Ja, ich glaube, sich diese Techs, mir fällt das Wort gerade nicht ein, diese Gesetze aufzusparen, für wenn es richtig knapp wird, ist vielleicht auch nicht das Schlechteste. Rette unsere Leute, die letzte Gruppe. Die Leute aus dieser Gruppe sagen, dass keine Flüchtlinge mehr kommen werden. Wir waren die Letzten, die die Schiffe verließen und sollten somit auch die Letzten sein, die den Generator erreichen. Hinter uns ist keine lebende Seele mehr auf dem Weg. Gut, jetzt muss ich die irgendwie am Leben erhalten und dann kommen ja eventuell auch noch diese Lords, die sich nehmen möchten, was ihnen rechtmäßig gehört. So, als Tech hätte ich gern diesen Mauerbohrer als nächsten, dass ich mal Holz längerfristig produzieren kann. Geben wir ihn zu essen. Ich sag's mal nochmal, ich hoffe, dass ich diesmal auch in der Lage bin, das durchzuziehen. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass wir gar keine Suppe machen, sondern Standardmahlzeiten. Dafür haben normalerweise Politiker Berater. Ich nicht, ich muss immer alles alleine machen. So, Rohstoffdepot, Aufwertung. Dadurch können wir jetzt auch mehr Kohle wieder einlagern. Ich frage mich tatsächlich, ob ich vielleicht in den ganzen Produktionsgebäuden jetzt erweiterte Schichten fahren soll. Immer dafür, dass sie am Verhungern sind, schon relativ viel Freizeit. Yeah, oder in den Jagdhäusern bringt es vielleicht auch gar nichts. So, ich hatte doch irgendwas vor. Irgendwas wollte ich gleich als nächstes techen. Ach, den Mauerbohrer wollte ich jetzt eigentlich. 20 Holz habe ich natürlich nicht. Ne, die können wirklich nur von 18 bis 6 arbeiten. Okay, die sind ja über Nacht draußen. So, wie viel Zeit habe ich denn noch? Ein Tag 18 Stunden. Die brauchen 13 Stunden zu dieser Felsnadel. Das könnte knapp werden. Das könnte sehr, sehr knapp werden sogar. Gesetz zur Überfüllung wurde unterzeichnet. Und es gibt nach wie vor einige Obdachlose. Puh, immer mehr Kranke und Kranke. Ja, Techen kann ich nicht. Gesetz kann ich auch keins verabschieden. Ja, die Temperatur sinkt ein weiteres Mal. Ein Tag und 5 Stunden habe ich noch Zeit. Ich glaube, das reicht gar nicht, um hier wieder zurückzukommen, oder? Doch, 13 Stunden. Reicht ziemlich genau. Rette unsere Leute, alle Leute gerettet. Ah, okay, das zählt schon, das ist cool. Du hast es geschafft, unsere Freunde und Familien, Brüder und Schwestern, Männer und Frauen sind in Sicherheit. Wir sind jetzt stärker. Du hast bewiesen, dass wir gemeinsam das Unmögliche erreichen können. Die Hoffnung steigt an. Okay. Ich war erfolgreich, ich habe alle gerettet, das ist mal wenigstens was. Aber die Verhältnisse hier in meiner kleinen Stadt sind leider nicht so toll. Trotzdem finde ich eigentlich eine ganz gute Stelle, um die Folge zu beenden und in der nächsten weiterzumachen in alter Frische. Ja, genau. Ich hoffe, wir sehen uns dann und ich wünsche euch was, ja? Ciao.